Yo, Peace Leute, herzlich willkommen zurück zu Ridge Racer 5. Ich muss gerade echt nochmal nachgucken, wie das Game eigentlich heißt. So, wir machen den Night GP. Wir haben ja leider keinen neuen Wagen bekommen. Dann Sünde werden wir den Mercurio weiterspielen und den VC18 Extra Engine nehmen. Let's go. Diesmal ist ein bisschen besser. Denn von den Platzierungen her müssen wir jetzt den vierten Platz erreichen, dann den dritten, zweiten und natürlich letztes Rennen ersten. So, ist ja relativ einfach zu verstehen. Ja, dann würde ich mal sagen, schauen wir mal, wie es ablaufen wird. So. Okay, das war schlecht. Ich muss sagen, mir gefällt die Strecke. Also allein auch die Grafik ist halt geil, ne? Also, wie gesagt, für PS2-Verhältnisse wunderschön. Ich freue mich tatsächlich auf die anderen Teile, die ich noch nicht gespielt habe. Es sind einige. Wobei ich auch einen, den es jetzt nur exklusiv für die Xbox gab. Ich glaube, Ridge Racer 6 war da. Ich glaube, der nächste wird ist für die Xbox gekommen. Ne, habe ich natürlich auch, ne? Und Ridge Racer 7 war, glaube ich, für die PS3. Das war tatsächlich aber eher so, eher, naja, unbekannt so. Weil das Spiel ist relativ schnell, ja, nicht mehr teuer gewesen, so, ne? Das hast du recht fix zu einem günstigen Preis bekommen. Ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt für meine Nummer bezahlt habe, aber war nicht viel. Ja, heißt nichts so, ne, aber trotzdem. Alter, was mache ich denn heute? Ich muss mich erstmal wieder in den Rhythmus fahren, merke ich. Das ist eine Scheißkurve. Ja gut, wir fahren auch rückwärts. Rückwärts muss man sich erstmal gewöhnen. Da passen die Sachen noch nicht so wirklich. Ach. Okay. Okay, dann ist der. Ich dachte, das wäre gerade schon die letzte. Naja, wird dann wohl doch länger als zuerst angenommen. Bin froh, dass ich die Strecke nicht auf dem ersten Platz fahren muss. Hätte ich nicht geschafft, ey. Ich bin froh, dass ich es gerade so auf dem vierten noch geschafft habe, jetzt sogar den dritten noch genommen. Bin ich tatsächlich schon mehr als glücklich mit.
Ja, gut, den zweiten hätte ich mir trotzdem jetzt geholt, so, ne? Also offiziell gesehen habe ich den zweiten. Ne? Na, von draußen kommt das. Sunny Beach ist der nächste, okay. The race is about to start. 3, 2, 1, go! And they're off. The cars are streaming past the starting line. 3 laps to go. Wow! Sperrt mir leider den Weg. Boah, ich muss mich unnormal drauf konzentrieren, dass das rückwärts alles ist. Die Strecke ist einfach so, ne? Aber rückwärts ist schon wieder was anderes, finde ich. Ne, auch wenn man sich, auch wenn man die Strecke schon zigmal gefahren ist. Rückwärts ist schon wieder schwerer für mich. Na super, wir fahren ein Rennspiel und draußen rumpft das auch noch, ey. Naja, aber ist halt so, ne? Das war schlecht. Aber wir sind Dritter. Ja, aber ich muss ein Erster werden, das ist die Hauptsache. Sonst hätte ich ein Problem. Aber ich muss ein Erster werden. Der Dritte reicht hier komplett aus. Ja, der Erste wäre möglich gewesen, auf jeden. Na. Ach so. Hä? Wo? Hä? Ich dachte, da vorne war Schluss. Ja gut, der hat nichts gesagt, ne? Ach, ist da oben das Ziel? Okay. Hä? Ja, tatsächlich. Okay. Ach, deswegen fand mir das auch so merkwürdig vor. Ach, deswegen war ich auch so verwirrt am Anfang. Weil ich dachte, dass es von unten dann startet und nicht von oben. Krass. Ja gut, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Sage ich jetzt ehrlich. Ne. Greenfield, okay. Okay, es fängt schon wieder hier unten an. Ja,
Ach so, ich mache ja auch ganz gerne so Unboxing zu Kartenspiele. Ich bin ja auf Digimon jetzt umgestiegen. Und da werde ich tatsächlich hier und da mal wieder gefragt, ob ich auch wieder neue mache. Also ich weiß nicht, wann dieses Video kommen wird. Aber wenn ich jetzt Glück habe, also ihr werdet das Video wahrscheinlich schon vorher gesehen haben, so, ne? Aber als kleinen Reminder, zu dem Zeitpunkt ist es dann gekommen. Wisst ihr auch ungefähr, wann ich diesen Part hier aufnehme? Auf jeden Fall bekomme ich morgen, wenn die Post mitspielt, extrem viele Displays. Boah, muss ich gerade mal selber gucken, wie viele das nochmal waren. 8 Displays, 3 verschiedene Serien, also Booster-Serien, ne? Das schmeckt. Und ich bin extrem gespannt, ich bin heiß drauf sogar tatsächlich, sage ich ganz ehrlich. Und ich finde scheiße, dass die erst heute losgeschickt werden. So, ich habe die Nachricht bekommen, wir sind um 10.46 Uhr, wurden die bei der Post abgegeben, das heißt, sie gehen heute noch raus. Ah, die kommen aber aus Schleswig-Holstein. So, dann weiß ich jetzt nicht, ob die zu mir gelangen am Samstag. Also wir haben es jetzt Freitag, kurz vorm Wochenende. Ich habe tatsächlich jetzt... Also ich hatte jetzt die Woche Frühschicht gehabt und habe jetzt heute meine Arbeit beendet. Und den Samstag kann ich die Füße hochlegen, so, das heißt, es würde mega geil passen, wenn ich, wenn die Karten kommen würden. Weil dann könnte ich richtig schön, Videos wieder packen, produzieren, ne? Aber ich muss noch mal gucken, ob es 8 oder 9 Booster sind. Booster Display. Auf jeden Fall eine Menge. Also für meine Verhältnisse ist das eine Menge, ne? Aber schauen wir mal. Auf jeden Fall zu Digimon werde ich halt diese Unboxing machen. Zum Spiel selber kann ich nicht viel sagen. Dafür gibt es andere, die das ganz gerne ganz gut machen. Die auch die Zeit dafür haben. Ich persönlich müsste mal die Zeit haben, überhaupt zu spielen, ne? Deswegen. Also falls es jemanden interessiert, so, ne? Ist immer schwer zu sagen, wenn man irgendwie einen Part aufnimmt, ob das der Person eigentlich interessiert, die sich eigentlich für dieses Spiel jetzt gerade hier interessiert. Na, und dann sagt man, yo! Es werden noch Unboxing kommen. Ja, ein bisschen merkwürdig, ja. Aber wer weiß? Na, wer weiß? Ja, war Subi. So. So, Parktown war cool. The race is about to start. We're bringing you this race today, live from Parktown. This is gonna be one hot race. Glaub ich noch nicht mal, dass es hart wird. Aber es ist nicht Nacht, das finde ich ein bisschen schade. Ach Leute, ihr sollt nicht vor meiner Schnauze sein. Ja, wobei es ist rückwärts. Vorwärts kann ich die Strecke super.
Aber rückwärts weiß man nicht. Wobei, letztes haben wir jetzt auch relativ gut hingekriegt. Also war. Es hängt von der Strecke ab. Ich sage auch ganz ehrlich, Ridge Racer Type 4 habe ich auch nur geschafft, weil am Ende noch die ganz einfache Strecke kam. So. Wie gesagt, ich war ja ganz knapp vor dem Aus, weil die Continues mir alle ausgegangen sind. Na. Und mit der Menge Glück halt auch verbunden war. Dass ich die Qualifikationsplatzierung gerade noch so geschafft habe. Ne? Mist. Okay. Bob, ich hätte trotzdem Bock auf das Game. Auch wenn es sich halt nicht so wie das hier spielt. Und ich habe mich echt gerade so langsam ans Spiel gewöhnt. Muss ich sagen. Ja, die gehen an den engen Stellen zu mir. Ja, und versperren halt die Stellen gerade. Das ist echt schlecht. Nein. Er war am Driften leider. Das hätte nicht sein müssen. Ja, diesmal die Kurve besser gefahren. Aber. Genau. Aber. Nein, nein, nein. Oh, verdammt! Boah, im letzten Moment hat er noch schön hinter den gegangen. Bah, und natürlich. Ich war schnell, ich wäre auch an ihm vorbeigekommen. Aber im letzten Moment hat er noch zu dem gedriftet, ey. Ah, Kackdreck. Musste nicht sein. Okay, cool. So. Ja, mit dem Probleme. Wow. Puh. Wow. Wir haben den Night Cup geschafft. Hui, das war. Das war schwerer. Oh. Cooler Pokal. Auf jeden Fall Rennergebnis speichern. So. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt kommt ja der nächste Cup. Tron GP. Okay. Okay. Interessant. Breakaway from the pack and claim first place. So. Letzter GP der Extraklasse, hier ist die Beherrschung des Ovalmotors für den Sieg unerlässlich. Okay. Warte, nur eine Runde? Eine Runde sag ich schon. Nur ein Rennen? Okay. Mercurio. Ich habe nur ein Rennen. Airport Oval.
Oh, ich mag das. Boah, ich mag's, welche Strecken. Die am Flughafen sind, meine ich. Okay. Schlecht. Ach, wir fahren auch mehrere Runden, okay. Schlecht. Gut, dass der erst platziert war. Ach, fahren wir 10 Runden oder was? Du Kacke. Ich merke schon, ihr habt richtig Bock da drauf, ja? Ey, und ich habe mir Stress gemacht, innerhalb von den 5 Runden fertig zu werden, ey, Alter. Hätte ich gar nicht machen müssen. Aber ich bin jetzt gerade gespannt, ob das jetzt wirklich das letzte Rennen ist. Oder ob da noch was kommen wird. Ja, 10 Runden tatsächlich, ey, krass. Spielen echt 10 Runden, fahren echt 10 Runden. Ich meine, gut, dass es nur so eine Strecke ist, die echt fix geht, ne? Hätte auch schlimmer enden können. Aber schauen wir mal. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, dass ich das mit anderen Autos auch mache, na, schreibt es mal in die Kommentare. Machen wir da vielleicht einen Driftabend raus. Driftabend, einen Streamabend raus. Und dann streamen wir das Spiel. Ne. Ja, wenn, dann nimmt man sich die Zeit dafür auf jeden. Na, weil
klar, man spielt es immer wieder, kann es jederzeit spielen, so, solange es in meinem Besitz natürlich ist. Ja, und ich würde mal sagen, man soll so die Chance nutzen, finde ich. So. Jetzt. Tatsächlich, ja. Schön. 10 Runden fahren wir. Schöne Strecke. Hätte mich mehr gefreut, wenn wir sie im Dunkeln gefahren hätten. Wie es halt in Type 4 der Fall war. Es war awesome, die Strecke. Mit Feuerwerk und so weiter. Für PS1-Verhältnisse war das supi. Und das war's. Wow, ich habe mir so viel Druck gemacht bei dieser. So viel Druck gemacht. Wow, das ist unser Pokal. Danke. You're listening to 76.5 FM, Ridge City FM. The city is yours. Thanks for tuning into SCFM, okay. Tja, ich hab's mir irgendwie schon gedacht, tatsächlich. Ich hab's mir tatsächlich schon gedacht, dass vorbei ist. Boah, was kann ich großartig sagen? Also, war ein fantastisches Spiel. Die Steuerung war super. Also, ich konnte es machen. Ich konnte das Spiel spielen. Das war klasse. Es hat Spaß gemacht, die Strecken kannte man jetzt soweit. Na. Ja gut, ein klein bisschen überrascht bin ich natürlich, dass es vorbei ist. Hätte mir jetzt irgendwie mehr auf mehr gefreut. Ich meine, jetzt hatte ich mich heiß gespielt drauf. Ne? Und dann schon wieder vorbei, naja. Aber es hat ziemlich viel Spaß gemacht und bin gespannt auf den nächsten Teil. Ach ja, großer Vorteil natürlich an dem Spiel ist, dass einfach die Musik großartig war. Ne? Ne, ich muss sagen, also ich mochte die Musik sehr. Hat ziemlich viel Spaß gemacht. Und die Lieder waren nicht schlecht. Das muss man erstmal hinkriegen. Als Rennspiel. Dass die Musik passt, finde ich. Und
Sorry, wenn ich jetzt gerade so ein bisschen am Klicken und am so weiter bin. So. Okay, here's the latest update on your team's status. Check it out. Okay. Neuen Ovalmodus, Airport, Oval und die Rückwärtsgel. Okay. Bei den ersten drei, okay. You've got a new engine. The Vec VCT-24. Fire it up. Okay. Schön. Aber im Grunde. Grand Prix. Break away from the pack and claim first place. Kann ich eigentlich den neuen Motor dadurch schon spielen? Oder kann, bin ich auf den einen limitiert? Nee, das war der nicht. Das war der. Ich will einfach mal ausprobieren, wie schnell wir jetzt sind. Was ich natürlich auch geil finde, die Ladezeiten sind echt sehr, sehr kurz, was fantastisch ist. Thank you for playing. Okay, cool. Aber drei Versuche haben wir, okay? Interessant zu wissen. So. Okay, here's the latest. Dann gehen wir auf Rennen. Mit Zeit drin. It's only you against the clock. Are you ready for the challenge? Boah, nachts. Unnormal nachts. Das ist zwar nur unser automatisch, schwächster, aber egal. Ich find's cool, dass die Ladezeiten echt nicht so lang sind, ey. Na, ist man Schlimmeres gewöhnt, finde ich. 3, 2, 1, go! Here we go! Good luck!
Wir fahren jetzt einfach mal Zeitrennen. Eine Runde. Ob wir da irgendwie besser sind. Gut, glaube ich jetzt nicht, aber hey, man weiß nicht. Okay, ja. Okay, das war mega schlecht. Oh! Okay. Wir waren schneller als Devil. Und zwar ganz knapp nur, ne? Man sieht es ja, ne? 330. Krass. Ja, schön, dass es auch funktioniert hat, ne? Ich dachte eigentlich so, ne, aber geschafft, cool. Freut mich. Aber ich glaube, da passiert jetzt nicht viel, oder? Ich glaube, ich weiß es jetzt nicht. Ich denke jetzt aber mal nicht. Würde mich jetzt schon stark wundern, wenn da was passiert. Ja, wobei sie ja eigentlich sagen, dass man irgendwie gegen irgendjemanden dann noch herausfordern kann.
Here's the latest update on your team's status. Check it out. Okay. Nee, aber wir können unseren Rang halt erhöhen. Dass wir irgendwie auf Rang 1 kommen. Ja, wie gesagt, wenn ihr da Bock drauf habt, dass wir das irgendwie in Angriff nehmen, dann schreibt mir. Ansonsten war es das für dieses Projekt. Also, das ist jetzt der letzte Part dann. Abschließend kann man sagen, Ridge Racer 5 war ein großartiges Spiel, hat mega viel Spaß gemacht und ja, im Grunde würde ich gerne noch weiterspielen, beziehungsweise den nächsten Teil in Angriff nehmen. Nur, der ist jetzt für die Xbox 360. Ja, und das wird erstmal dauern. Wir müssen erstmal die ganzen PS2-Games durchziehen. Und die werden schon sehr lange dauern. Na gut, Leute, das war's. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, dieses Projekt zusammen zu verfolgen. Und dann würde ich sagen, Leute, vielen Dank, haut rein und ciao.